So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Part von Let's Play Arcania Gothic 4. Und zwar haben wir jetzt dieses gute Quest-Item gefunden und wir sprechen einfach mal mit Willst du dem hier. reden, hä? Ah, da bist du ja. Hast du den Destillierkolben? Hier ist dein Destillierkolben. Ha, ich brauch nicht lang, dann macht es Wutsch und die Mine ist offen. So, da haben wir das Destillat. Dann werd ich mal. Oh, nein, nein, entschuldige. Du hattest die ganze Arbeit. Dann willst du sicher auch den Spaß. Und Hier, hier schmelzt das Geröll das? weg. Gut, machen wir. hier. So. Doing. Und was erwartet uns denn hier in dieser Höhle? Wo gehen wir mal lang? Was ist hier hinten? Irgendwelche Gegner oder so? Nee. Okay, hier geht's. Okay, hier geht's da wohl nicht mehr weiter. Willst reden, hä? Ja, hast du Ich will was? jetzt Na, mal okay. allein sein. Ja, dann rennen wir hier weiter. Hier muss doch irgendwas Spannendes noch sein. Wir haben hier noch ein paar von diesen komischen. Ja, die sehen aus wie irgendwie welche Nagetiere. So nackte. So. Ja, wie so frisch geborene Meerschweinchen oder. Ja, könnte gut sein. Ja, nee, die haben schon Fell. Ja, was hat kein Fell? Eine Maus hat. Eine Maus Fell am Anfang. Oder ein Hase. Hase hat, glaube ich, kein Fell. Ah, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung mehr, egal. Ein Vogel hat noch keine Federn am Anfang. Genau. Was ist hier? Eine Spitzhacke. Wo? Ah, hier. Kann ich was mit der jetzt anfangen? Kann ich irgendwelche Mineralien hier abbauen? Ach, super. Ist gut. Dann bauen wir hier mal kurz schnell alles weg oder ab. Vielleicht können wir bald irgendwas herstellen, ein Schwert oder Rüstung oder so. Wäre nicht schlecht. Jetzt mal mit der Zeit. Langsam, aber sicher. Also ich vermute, das Holzbein ist hier unten. Also ich, das denke ich jetzt mal. Ah, diese kleinen Dinger hier. Jo, Level up. Hier noch ein paar Pilze. Nehmen wir einfach mal auf. So, hier noch abbauen. Diese Pflanzen da. Ja, nicht schlecht die Höhle, also noch ziemlich groß, würde ich sagen. Mann, Regeneration, okay. Also viel Aktivität und halt noch ein bisschen Kampfgeist. Was kann ich eigentlich hier? Mächtiger Schlag. Nee, den möchte ich. So schnell wie möglich. Dann kann ich wieder auf Vitalität skillen, wenn ich den mächtigen Schlag habe. Ausgebildet habe. So. Was haben wir hier aufgesammelt? Großhammer, 23. Cool. Wie gesagt, also wer es noch nicht weiß, ich liebe Zweihandwaffen.
Oh, deshalb finde ich den richtig Hammer. Der sieht wirklich nicht schlecht aus, dieser Hammer hier. Mal schauen, ob ich wirklich viel mehr Damage mache mit dem. Da verzichte ich halt auf diese Ausdauerpunkte da, die ich mit dem Schwert bekommen würde halt. Ja, nicht schlecht. Behalten wir mal die, solange ich noch gut Schaden mache damit. Schaut auf jeden Fall toll aus. So, hier laufe ich wieder im Kreis irgendwie. Finde ich nicht toll. Das ist gemein. Wo sind wir gekommen? Von hier, denke ich. Ja, sind von hier gekommen. Also geht's hier weiter. Ja, hier lebt noch was. Riesenhammer, ey. Eine Kiste. Ein Helm, juhu. Helm an oder was? Ah, jetzt wieder angezeigt. Geht ein bisschen. Ja, hässlich. Egal. Ja, geht's hier irgendwo weiter oder wie ist das? Irgendwo ist hier eine Quest oder so. Ah, ist das? Hier muss doch irgendwo weitergehen. Das ist hier, oder ist diese Höhle? Ah, hier geht's weiter. Oder? Oder bin ich von hier gekommen? Weiß nicht. Bin mir nicht mehr sicher. Ich von hier gekommen bin? Nee, bin ich nicht. Nee. Komm her. Nimm das und ja, kurzer Prozess. Und hier haben wir alte Geldkasse, okay, schade, ich habe jetzt gehofft, dass das Bein, aber kann ich hier das irgendwie, was ist denn das? Das beihafte Aura der Gewalt an Magic Claim mit dieser Waffe ausgeführt werden, versucht, also einen doppelten Schaden, was? Die mit dieser Waffe ausgerüstet werden, verursachen statt dem doppelten Schaden das Dreifache. Wie? Möchte die irgendwie? Aha, ja. Okay, versuchen wir die mal. Also, es hört sich gut an. Also, das Dreifache anstatt das Zweifache. Oh mein Gott, wie viel sind das denn? Eine ganze Ansammlung, eine ganze Paarung. Hilfe! Sterb! Schaden. So 23, 29 aufwärts. Jetzt wie viel Schaden mache ich mit meiner Einhandwaffe hier? 23. Ja. Aber die leuchtet noch schön, deshalb nehmen wir die. So, hier noch das Geröll hier weg. Komm. Gut. Und hier runter. Komm schon. Ja, schön. Kiste. Jetzt hier und hier Alchemist-Rezept für geringe Mana-Tränke. Das habe ich glaubt. Wenn ich mich nicht irre schon. Ja, habe ich schon. Okay. Ja, was haben wir hier? Ich will was trinken. Hier haben wir eine Art Keller und hier haben wir. Ah, hier sind wir. Ah, hier sind wir ja schon wieder. Ah, kein Holzbein. Das ist irgendwie.
gekochtes Fleisch haben die auch schon. Gurke, Karotte. Wo ist dieses Holzbein? Mann, schade. Ja, gib mir die Quest ab. Einfach zum Kotzen. Ah, da bist du ja wieder. Hast du den Met? Ja, ich habe den Met. Ich hab den Met. Du taugst. Natürlich. Sag mal, weißt du, wie ich über die Brücke komme? Nimm ein Fässchen Met, geh zu den Wachen am Eingang des Räuberlagers und frag, ob sie dich durchlassen. Du meinst, das klappt? Nein, aber sie knöpfen dir den Met ab und trinken ihn selbst. Vorher präparierst du ihn mit Eisenpilzen. Das macht sie willenlos. So überrumpelst du Dartan und die Brücke ist frei. Klingt gut. Bist du dabei? Ja, hast du die Boote des Fisches verkauft? Warum eigentlich? Was wir haben die also? Ja, lassen wir uns mal. Lass uns den Trick mit dem Met ausprobieren. Gut. Ein Fässchen Met hast du mir ja schon besorgt. Von Garf. Jetzt musst du mir nur noch 3 Eisenpilze bringen. Dann zeigen wir es den Halunken, den Elenden. Wo finde ich Eisenpilze? Geh in die alte Mine. Im Süden der gespaltenen Jungfrau. Dort wachsen welche. Ja. Soll ich sonst was wissen? Sollte ich sonst noch was wissen? Jetzt, wo du fragst. Der Eingang zur alten Mine ist eingestürzt, vor ein paar Jahren schon. Muss dir was einfallen lassen, wenn du rein willst. Aber vielleicht brauchst du es auch gar nicht. Und Digger hat den Eingang zur Mine schon freigeräumt. Redet seit Wochen davon, dass... Ja, aber... Ah, Mann. Okay. Ja, wo finde ich Diggi? Das weiß ich schon. Geh einfach zu... Ja, Ende. Aber wir haben ja schon die Mine. Bist mit einem Boot hierher gekommen, was? Oh, ist woher weißt du das? Dartan hat die Brücke im Norden dicht gemacht und im Süden ist der Pass verschüttet. Wenn du nicht durch den Silbersee geschwommen bist, bleibt nur ein Boot. Was weißt du über die alte Mine? Sag bloß, du gehst nach Eisenpilzen suchen für Mordra. Die soll mit mir kommen. Du siehst nicht aus wie eine gewöhnliche Reisende. Wer bist du? Mein Name ist Syra. Ich bin eine Abenteurerin. Meine Spezialität sind alte Ruinen. Beep, alle Frauen haben die gleiche Haltung, ist mir aufgefallen. Und die Männer auch, aber ja. Das ist ja nichts Neues für Gothic oder sonst für diese Spiele. Du kennst dich... Hast du etwas über einen alten Tempel? Du suchst nach einem alten Tempel? Wie spannend. Erzähl mir mehr. Viel weiß ich noch. Die ja, die Paladin. Ja. Oh Gott, in dem Tempel Ambus soll es geben. Nämlich einen Gott geweiht. Den und ich werde es finden, das werde ich nicht bekommen. Dann gibt es wieder von Chapel. Ja, okay. Lacht. Also der Eingang ein paar Jahre eingestürzt. Ich habe gehört, dass der Eingang vor ein paar Jahren eingestürzt ist. Gerade als der Minenvorsteher den Arbeitern ihren Lohn auszahlen wollte. Ich frag mich ja, was aus der Geldkassette geworden ist. Ich hab doch das alles. Ich hab das alles schon. Ich kämpf. Das mit deiner Verlobten. Ach, ist ein Zweischatz. Ja, komm. Also. Ciao. Ja, das war dieser Part. Und ich werde jetzt in nächster Zeit ein bisschen offline spielen, also alleine spielen. Und werde dann in einem spannenden Moment wieder Videos aufnehmen und euch zeigen. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg und schaltet meine Videos an. Und ja, bis dahin. Viel Spaß. Tschüss.